Hallo Leute und herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Koji. Oh, scheiße, du bist auf. Eli will mit dir reden. Gleich den Gang runter. Eli wartet auf dich. Ja. Koji, mein Name, und wir spielen Mass Effect. Nein, spielen wir natürlich nicht, denn wir spielen Far Cry 5. Ach. Die sieht aber auch witzig aus. Können wir uns sparen. Gönn ich mir mal eine? Na komm, für 200. Ich kann auch noch 4 kaufen. Da ist der Deputy. Du machst gute Arbeit. Dankeschön. Ich bin fast neidisch auf Jacobs Bunker. Das Teil ist scheiß groß und da sind genügend Vorräte für Jahre. Na gut, gucken wir weiter. Das können wir nicht abruppen. Hier ist auch keiner. Hä? Okay, da drüben sind Feinde. Echt, du siehst scheiße aus. Würde gern reden, aber Eli will was von dir. Na, dann gucken wir mal hin. Deine Ausgabe bist du ja. Du rappelst dich schnell wieder auf. Hab versucht, dich zu finden, Deputy. Dutch hält viel von dir. Hör zu, ich komme gleich zur Sache. Ich erkenne eine gute Soldatin, wenn ich sie sehe. Wir verlieren zu viele Leute hier oben. Das lässt sich nicht leugnen. Wenn das so weitergeht, werden wir wohl keine Woche mehr durchhalten. Es ist wirklich zum Verzweifeln. Ich versuche, Stellungen zurückzuerobern, also habe ich Whitetails losgeschickt, um das Besucherzentrum zu sabotieren. Da deponiert die Sekte nämlich ihr Bliss. Aber unsere Leute sind direkt in die Falle getappt. Sie wurden als Geiseln genommen und uns läuft die Zeit davon. Wenn ich noch eine Gruppe reinschicke, verlieren wir vielleicht alles. Aber du, mit dir rechnet die Sekte sicher nicht. Niemand außer dir kann damit fertig werden, Depp. Niemandem sonst traue ich das zu. Ich zähle auf dich. Du wirst leise reingehen müssen. Wenn die Sekte merkt, dass du da bist, töten sie vielleicht unsere Leute. Auf dem Tisch liegt ein Bogen, wenn du willst. Hol unsere Leute da raus, Depp. Viel Glück. Ich hab doch schon lange. Jetzt weiß ich nicht, ob sie je wiederkommen werden. Sei einfach eine nette kleine Bombe. Und geh nicht hoch, bis ich es dir sage. Ich dachte, der hält mir aus. Mach dir um ihn keine Sorgen. Ich bin vorhin vielleicht ein bisschen schroff gewesen. Keine Entschuldigung, nur eine Feststellung. Ich traue niemandem, den ich nicht kenne. Aber Eli sagt, du bist in Ordnung. Also glaube ich das erstmal, bis ich mir selbst ein Bild gemacht habe. Wenn du was drauf hast, werden wir zwei uns toll verstehen. Die Sache ist die. Wheaty versucht, einen Piratensender zum Laufen zu bringen. Er erzählte Eli, er wolle helfen, die Miliz zu koordinieren. Aber ich bin sicher, dass er nur seine Musik hören will. Also tun wir ihm den Gefallen. Das Problem ist, dass das Signal nicht durchkommt. Unser Freund hier hat gesagt, die Sekte blockiert es mit Störsendern. Er hat auch gesagt, wie. Anscheinend gibt es zwei Störsender auf Funktürmen und einen dritten mobilen, der auf der Straße patrouilliert. Schalte zuerst die Türme aus, dann müsste ich das Signal des mobilen Senders orten können. Ich sag Bescheid, sobald ich was weiß. Erledige das. Vielleicht bauen wir so etwas Vertrauen auf. Ach, da beginnt eine wunderbare Freundschaft. Also Eli begegnet. Jetzt bist du in guten Händen. Er wird dich mit allem versorgen, was du da oben in den Bergen brauchst. Ich behalte dich aber trotzdem noch im Auge. Bis bald. Bis bald, mein alter Freund. So, gucken wir, was wir für Missionen haben und vor allen Dingen, wo die liegen. Das war die hier. Die ist geführt
Gar nicht weit weg. Aha. Munition, Gegenstände, Brote, Silberwaren. Mal gucken, was sie für Helikopter haben. Oh, ich habe schon einen. Die sind da. Schön. Auch schick. Okay. Ich brauche aber keinen Helikopter. Obwohl wir da die Windsuit-Challenge machen könnten. Aber gut. Und wir könnten mal über die ganze Map fliegen. Ah, jetzt habe ich es verjagt. Weil ich auch rumlaufe wie so ein Elefantenporzellanladen. Viel zu viel Krach mache. Mir ist eingefallen, was ich noch gekauft habe oder mir was für eine Fähigkeit ich noch habe. Und zwar Fallschirm. Deputy, Eli hier. Ich kann dich sehen. Hab den ganzen Berg mit Kameras zugepflastert. Das Zentrum ist direkt vor dir und es wimmelt davon, Peggys. Sei vorsichtig. Ich plane das Ganze so zu machen, dass ich keinen verliere. Wie gesagt, wenn sie dich sehen, töten sie unsere Leute. Also halt dich bedeckt. Schleich dich durch das Abwasserrohr an sie heran. Hier draußen ist keiner? Wo ist denn das Abwasserrohr? Ah, da. Hab's gefunden. Unauffällig mache ich immer das Licht an. Ich weiß nicht, wenn ich die jetzt befreie, ob die hier. Was die da machen. Er bewegt sich ziemlich schnell. Sieht es also aus, wenn alle Hoffnung verloren. Oh, schön, das sind wir. Kommt er runter? Kann er sich sparen? Du musst zum Devil's Tor. Halt die Fresse und bist leiser. Ist es das, was ich denke? Wer zum Teufel ist da? Beeilt euch, bitte raus in das Bar! Ich habe einen jemanden draußen gesehen. Das unsere? Drücke schnell vor! Das wohl, du kannst nicht.
Oh Gott, das wäre gerade übelst erschrocken. Ohne dich hätte ich es nicht geschafft. Sie lassen die Leute ab. Die werden uns. Entschuldige dir was. Wow. Scheiße, Deputy. Die haben zwei Whitetails zum Devil's Drop gebracht. Jacob ist auf dem Kriegspfad und versucht, die Wolf's Den zu finden. Dann hätten wir keine Chance. Und wenn unsere Leute die Position nicht preisgeben, werden sie von der Klippe geworfen. Gib Gas, Deputy. Devil's Drop ist südlich von dir. Fremde, hast du kurz Zeit? Nee, habe ich jetzt nicht. Herausragende Arbeit, Deputy. Wir werden uns diesen verfluchten Berg von Jacob zurückerobern. Ich weiß es einfach. Ich habe eine Menge aufgeregter Funksprüche der Sekte abgefangen. Die schicken Hubschrauberkonvois, um nach Whitetails zu suchen. Also lass bloß nie den Himmel aus den Augen. Jetzt gucke ich gerade nach links, weil ich dachte, dass da was ist. Aber... Hey Deputy, wollte mich mal wieder melden. Wir haben in den letzten Tagen eine Menge Leute verloren. Walker, erinnerst du dich? Der stotternde Typ? Der ist verschwunden. Pass einfach auf dich auf, okay? Wir dürfen dich nicht auch noch verlieren. Du bist die, von der Eli andauernd redet. Ich mag mir kaum vorstellen, wie es in einem Käfig tagelang ohne Essen sein muss. Verdammte Folter ist das. Okay, das war's. Gut. Was sind alle weg? Ich gerade ein Fahrzeug rum. Achso, das hier. Ich hasse Shoppen. Achso, ist die Hupe. Oh, irgendwie ist das... Hört sich komisch. Ich denke, das hört sich echt komisch. Ich bin irgendwie Quad gefahren, aber irgendwie... Hätten wir auch laufen können. Ganz ruhig. Straßensperre voraus. Total unauffällig lassen wir das Ding hier stehen. Fällt überhaupt nicht auf, wenn es auf einmal dasteht. Okay, 2 von 2. Renn ich ins Feuer rein? Super. Ich bin der Größte. Also in diesem Fall die Größte. Nichts passiert. Ja.
Willst du mich verarschen? Verarschen? Oh, das sind viele. Das wird wehtun. Wow. Ist der tot? Ah, da hinten. Bisschen ungünstig. Kommt noch einer? Nee. Mist. Geiseln nehmen noch. Wo? So ein Mist. Wo kommt die alle her? Muss man kurz beenden machen. Verstehe ich nicht. Keine Ahnung, wo die alle hergekommen sind. Und so ein Mist, dass das nicht ganz gut funktioniert hat. So, jetzt stand gerade irgendwas da und ich habe es weggemacht. Oh, ich werde es nie erfahren, was da stand. Muss ich unbedingt noch mehr Waffen mitnehmen? Und da vielleicht mal ein Scharfschützengewehr mit Schalldämpfer. Und dann noch ein bisschen schnell auf irgendwas reagieren zu können. Helikopter? Helikopterin? Drei Stück? Also die müssen es ja haben. So, sind gleich da. Und können gleich mal, bevor wir irgendwie was machen, nochmal das Fernglas rausholen. Aber auch ein sehr weitläufiges Areal. Okay. Ganz ruhig. Straßensperre voraus. Scheiße. Das sieht so aus, als hätten sie den ganzen Tunnel besetzt. Wenn du irre bist, geh vorne rein. Wenn du clever bist, geh nach oben. Ja, ich war vorhin clever. Clever. Ich war clever. War clever, hab das von oben gemacht. Ich weiß nicht, wie lange der das halten kann oder wie lange wir das halten können. Den Schuss.
da war noch einer. Der war aber etwas zu flink. Also sollten wir uns unbedingt angewöhnen, dass wir erstmal gucken, was hier so gibt. Bevor wir uns dann. Ey Mann, ich weiß nicht, wo Eli ist. Lüg mich nicht an. Ehrlich? Was? Eli hat uns seinen Standort nicht verraten. Glaub doch, was du willst, verdammt. Ich weiß nicht. Warum ist der andere tot? Das ist doch doof. Da kann ich gleich wieder von vorne anfangen. Ich werde beide retten. Nicht nur einen, beide. Es haben beide verdient zu leben. Hoffentlich bin ich jetzt mal annähernd da. Jetzt war ich total leise. Nein. Los geht eigentlich. Straßensperre voraus. Scheiße. Sieht so aus, als hätten sie den ganzen Tunnel besetzt. Wenn du irre bist, geh vorne rein. Wenn du clever bist, geh nach oben. Dann die zweite, wann ist denn die zweite? Der Teufel lässt dich schweigen, aber Gott. Lade mal bitte. Stirb du! Willst du mich verarschen? Ui. Hat ein bisschen gedauert. Komm nach oben. Komm, 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 stopp, 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 stopp. Denn? Oben? Oh, hier oben! Komm, 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 komm! Das nutzen. Halten wir fest und sagen mal. Wow! Kurz weggehen. Okay, so ist besser.
Wow, geschafft. War ein bisschen, ja. Passt auf jeden auf. So läuft das bei den Whitetails. Wenn wir einander den Rücken frei halten können, dann hebt das die Moral. Vielleicht schließen sich uns sogar noch mehr Leute an. Scheiße, ich wusste, dass Tammy sich in dir geirrt hat. Glückwunsch. Du bist jetzt einer von uns. Wenn du Zeit hast, hätte ich noch mehr Arbeit. Komm in die Wolf's Den, wenn du soweit bist. Ich weiß gar nicht, ob... Die Schwachen sehen sich immer als Helden, egal wofür sie kämpfen. Sie halten sich für Krieger, aber das sind sie nicht. Sie sind Kinder. Diese Whitetail-Miliz, das sind keine Soldaten, oh nein. Ihr Anführer Eli ist kein Held, er ist ein Feigling. Sie sind nicht stark, sie sind schwach und sie werden gejagt. Den hätte ich gerade gebrauchen können. Der war ganz schön toll gewesen. Oh, da haben sie Bogen wieder. Kommt doch nichts um. Ich weiß gar nicht, ob die zwei Menschen leben. Na gut. Ja. Kurz schauen, was haben wir denn hier noch? Achso, da kann ich Basejumpen. Da waren wir gerade eben. Was ist denn hier oben? Achso. Ist der. Oh, schön. Jetzt war ich gerade erschrocken und dachte, nein, was kommt denn da an? Da waren es auch nur Vögel. Da war ich ein bisschen beruhigt. Traumfänger. Mag ich überhaupt gar nicht im Auto. Das ist wieder ein Helikopter von denen, glaube ich. Echt? Na gut, was will ich auch über den Berg klettern? Und da gucken wir irgendwas zu reisen. Wie kann er schießen? Warum kann ich nicht schießen? Vor allen Dingen bin ich ja viel schneller als das Ding. Bring die Leute hinten nicht um, Mensch, die will ich retten. Nee, jetzt mal ganz ehrlich. Gibt es hier irgendwie Nitro? So ein Mist. Ach, wie kann ich denn hier schießen? Wenn ich Beifahrer bin, gar nicht, oder? Gut, ich könnte noch ein Geschoss werfen, aber das bringt uns ja auch nichts. Das Auto ist sehr langsam. Bären. Vorsichtig. Oh Gott, das dauert das ewig.
Hallo. Gar nichts. Oh, Bergrunde, jetzt geben wir mal Gas. Jetzt gehen wir aufs Ganze. Warum ist die Scheibe wieder ganz? Warum kann ich nicht schießen? Oder kann ich doch schießen? Ach, dann doch schießen. Aber ich bin weit davon entfernt zu treffen. Komm, Freundchens. Ich kenne dich. Du bist die Beamtin, die uns hilft. Es gibt da draußen noch eine Menge zu tun, Deputy. Falls du noch mehr Geiseln findest, befreie sie bitte. Diese verfluchten Peggy. Dürfen sie nicht bekommen. Oh, jetzt war ich gerade erschrocken und dachte, was? Kommt die an? Fahren wir über Stock und Stein. Wo kann ich den Radiosender? Sehe ich gerade gar nicht. Also hören wir ein bisschen. Achso. Da habe ich mir auch eine ziemlich dumme Mission ausgesucht, dass die mitten nirgendwo irgendwo ist. Idiot. Oh Gott, ich bin echt ein Idiot. Keine Ahnung. Ja, wieder rein hier. Und weiterfahren. Die kleine Kuppel, aber gut. Folgen die mir jetzt? Mal gucken, was sie bei sich hatten. Hier muss noch eine rumliegen. Gibt ganz schön viel von denen. Ah, wieder der Helikopter. Die haben auch ganz schön viel Zeug. Hoffentlich finde ich mir irgendwann ein schnelleres Auto. Weil das ist echt. Oh. Wie viel fahren wir? 50? Weiß ich, km/h oder Meilen pro Stunde? Meilen wäre ja noch ein bisschen schneller, km/h. Was ist das jetzt? Kann sein, dass das Ganze nicht ganz so zum gewünschten Erfolg führt.
natürlich noch die Funktor befreien. Den einen. Das ist auch ein übelst weiter Weg. Deswegen können wir nicht ausschalten. Aussteigen und ihn ausschalten. Oh, ist er nicht verfahren. Komm, Gas. Sitzt da einer drauf? Oh, Gottes Willen. Hilf uns mal bitte. Ich glaube, das Fahrzeug lasse ich jetzt mal... Oh, ich brenne. Ja, versuch's mit. Das ist total doof. Schnapp ihn dir, Wolf. Schnappt ihn euch. Oh, noch 500 noch was. Ist der noch da? Oh, supi. Toll, der Gegner hat Verstärkung gerufen. Beweg dich doch nicht. Stunden gedauert, aber ich hab's getroffen. Wow. Wir unterwogen. Ach, bestes Team. Noch schnell zum Funkturm. Den einen zumindest noch. Es sind auch noch 300 Meter. Oh, da ist er schon. Ich sehe ihn. Ihr wahrscheinlich auch. Wenn ich den sehe, seht ihr den auch. Mal gucken, ob wir irgendwie hochklettern können. Wir können auch da hochlaufen. Hier steht ein PKW. Ich weiß nicht, ob die uns alle wohlgesandt sind. Das sehe ich überhaupt keinen. Komm hoch, Alter. Bitte erzähl keinem, dass ich so überrumpelt wurde. So, haben wir den befreit. Irgendwas hat er jetzt. Was? Das stinkt hier? Wo ist es hin? Komm, die Axt bitte. Na toll. Ich würde sagen, das hat gewonnen. Gut, wir schnappen uns das noch irgendwann mal. Wahrscheinlich nicht das, aber ein anderes. Du solltest jetzt dicht dran sein. Zerstör den Schaltkasten an der Spitze des Turms. Ist egal, wie du das machst. Hauptsache, die Funken sprühen. Okay, das machen wir noch schnell.
Oh, es kommt. Stopp, du, hätte ich es hier. Oh, jetzt muss ich auch noch laden. Boah, was für ein Noob-Kampf. Hallo. Das war zu knapp. Danke. Bitte. Ach du Scheiße. Da ist so ein Irrer, der es ganz allein mit einem Rudel Judge-Wölfe aufnehmen wollte. Zum Teufel! Entschuldige. Kannst du schon bitte helfen? Scheiße, da ist so ein Irrer, der es ganz allein mit einem Rudel Judge-Wölfe aufnehmen wollte. Du musst ihm helfen. Was ist denn jetzt wieder ein Helikopter? Ach, die machen mich fertig. Okay. Komm, das machen wir noch schnell. Ist natürlich doof, wenn wir dranhängen und so ein Helikopter hinter uns her ist. Ich hoffe, du hast keine Höhenangst. Das reicht wohl. Der nächste Turm ist denn hier irgendwas? Auf einer Klippe, von der aus man das Hotel sehen kann. Jetzt wäre ein Wingsuit gut. Stürz bloß nicht ab. Nein! Okay, ich würde sagen, ich weiß nicht, was noch kurz was passiert. Und ansonsten, ja, machen wir erstmal an der Stelle Schluss. Ich überlege mir ein paar Punkte auszugeben und dass wir da noch ein bisschen was haben und es besser werden. Vielleicht ist das Ding ausgeschaltet. Du solltest jetzt dicht dran sein. Zerstör den Schaltkasten an der Spitze des Turms. Ist egal, wie du das machst. Hauptsache, die Funken sprühen. So, okay. Also nochmal da hochklettern. Ich weiß nicht, ob die Menschen, die ich befreit habe, jetzt auch noch befreit sind. Oder ob die wieder gerettet werden möchten. Waren da. Ich glaube, die sind hier nicht. Was bist du? Oh, was ist denn das für ein Tierchen? Oh, was für ein kleines... Geborene Jäger. Was? Tot? Ja. Okay, die hätte ich auch nicht erschießen brauchen. Einfach einen Weg drumherum, dann wäre der gut gewesen. Ui. Krass. Ich fahre mal drum rum. Ich hoffe, du hast keine Höhenangst. Das reicht wohl. Wo ist denn hier was? Ich sehe aber auch überhaupt gar nichts. Den habe ich nicht.
So. Okay, an der Stelle machen wir Schluss. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, dass es euch gefallen hat. Gerne kommentieren, abonnieren und viele Däumchen hinterlassen. Und vor allen Dingen das nächste Mal wieder einschalten. Kann ich hier hinreisen? Nee. Kann ich nicht. Schade. Genau. Gerne kommentieren, abonnieren und viele Däumchen hinterlassen. Und bis zum nächsten Mal einschalten und gerne liken. Däumchen nach oben. Und ja, in diesem Sinne vielen Dank und bis zum nächsten Mal, Coachie. Bye.